Hallo Freunde, ich habe euch letztes Wochenende bei Instagram gefragt, ob ihr ein paar Fragen an mich bzw. an uns habt, und da habt ihr uns ein paar Fragen gestellt. Falls ihr uns bei Instagram noch nicht folgt, einfach gerne mal nachholen, weil da könnt ihr auf jeden Fall immer aktiv dabei sein und auch genau bei solchen Formaten mit dabei sein. Wir fangen einfach mal direkt an. Wie geht's Oskar und wie lange ist Fridolin schon unterm Messer? Ja, das ist so eine Sache. Also Oskar geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist ja auch mein Daily Driver, also damit fahre ich jeden Tag. Und am Anfang im Intro habt ihr schon gesehen, das Einzige, was momentan ist, ist, dass die Fahrertür nicht mit der Zentralverriegelung aufgeht. Das liegt wahrscheinlich wieder an dem Stellmotor oder ähnliches. Aber das ist eine Kleinigkeit, habe ich momentan einfach nur keine Muße zu, beziehungsweise keine Zeit zu, das zu beheben. Und Fridolin ist jetzt... Seit Ende September 2019 ist er quasi stillgelegt und zeigt uns das Motorproblem auf. Seid ihr mit den Motorenleistungen der beiden Fahrzeuge zufrieden oder doch ab und zu mehr Bums? An sich sind wir wirklich zufrieden. Klar, es ist bei beiden Fahrzeugen sehr, sehr wenig Leistung, ganz klar. Aber so wie ich schon bei der vorigen Frage gesagt habe, ist das so mein Alltagsfahrzeug hier. Das heißt, ich habe mich voll und ganz daran gewöhnt, solche Leistungen zu fahren. Und dazu hatten wir auch die zweite Frage noch, ob ich mit den 68 PS klarkomme. Und das ist definitiv der Fall. Auch mit dem ganzen Ausbau hier drin komme ich sehr, sehr gut damit klar und fahre auch jeden Tag mit diesem Fahrzeug zur Arbeit. Jetzt kam die Frage: Streitigkeiten unter Paaren auf beengtem Raum. Ich glaube, das ist paarabhängig. Bei uns ist es immer sehr harmoniebedürftig und wir kommen auch sehr gut miteinander aus, auch wenn wir mal längere Zeit auf dem engen Raum von Paar zu Paar unterschiedlich. Bei uns klappt es immer ganz gut. Ja, da würde ich zustimmen. Euer bestes Gadget fürs Wohnmobil bzw. Camping? Also da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, dass wir nicht so richtig so das Gadget haben. Ich denke, dass wir viele Kleinigkeiten haben, zum Beispiel so einen kleinen Toaster für den Gaskocher oder ähnliches, was wir einfach gerne nutzen unterwegs. Was ich natürlich persönlich sehr gerne dabei habe, ist einfach meine Kamera und mein Kamera-Equipment, damit ich für euch schöne Videos produzieren kann. Aber so ganz speziell wäre es das eigentlich schon gewesen. Genau, also wir wussten gar nicht so richtig, was wir nennen sollen bei dem Gadget. Wir haben sehr lange überlegt und von daher können wir jetzt auch kein spezielles nennen. Falls uns noch was einfällt, verlinke ich euch das gerne unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann mal reinschauen. Also, es ist zwar keine Frage, aber es muss eine Roomtour im Detail und Zustandsvideo außen her. Das wird auf jeden Fall kommen. Sobald wir mehr Zeit haben wieder, werden wir das auf jeden Fall nachholen. Schon Reisen für 2020 geplant? Wenn ja, welche? Also bisher ist noch nichts Konkretes geplant und momentan steht das ja auch alles so ein bisschen auf der Kippe wegen unserem Coronavirus, was momentan in der Welt kursiert. Ich glaube, da habt ihr ja alle schon von gehört. Deswegen noch keine konkreten, größeren Pläne bzw. keine genaueren Pläne. Wohin geht die nächste Reise? Quasi gehört das mit zur vorherigen Frage. So konkret ist es alles noch nicht, aber wir halten euch auf dem Laufenden. Wie alt ist Fridolin? Fridolin ist von 1981 und ist somit 39 Jahre alt. Würdest du dir wieder einen LT kaufen, in Klammern abgesehen vom Motorproblem? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, definitiv ja. Bisher haben wir ja noch nicht so viel mit dem LT erfahren dürfen, aber ich hoffe, das holt sich dieses Jahr auf jeden Fall nach und ich hoffe auch, dass wir das Ganze wieder zum Laufen kriegen und dann würde ich auf jeden Fall wieder ein LT kaufen. Ja, eine brisantere Frage: Wie viel Geld hast du in den LT gesteckt? Gekauft haben wir ihn sehr, sehr günstig im Verhältnis zu anderen Modellen. Bezahlt haben wir 3.100 Euro mit 2 Jahren frischem TÜV. Hat uns leider nicht so viel genützt, weil der LT jetzt schon seit
6 Monaten ungefähr steht. Dann haben wir natürlich ungefähr das Gleiche nochmal reingesteckt in den Ausbau und in sämtliche Einbauteile und in Elektrik und so weiter und so fort, was ihr auf dem Kanal hier schon verfolgen durftet. Und falls nicht, schaut einfach gerne mal vorbei. Ich werde euch mal eine kleine Wiedergabeliste nochmal von dem LT hier verlinken. Und ja, jetzt mit dem Motor, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Das Ganze hat natürlich auch noch Geld gekostet. Stand sind wir jetzt ungefähr bei 7.500 Euro mit allem drum und dran. Preislich liegt das sogar noch in einem Rahmen, wo wir noch einigermaßen zufrieden sind. Es darf jetzt aber definitiv nicht viel mehr kommen, weil sonst hätten wir uns auf jeden Fall ein anderes Fahrzeug kaufen können, was preislich genau in dem Rahmen gewesen wäre, wo wir vielleicht auch nicht ganz so viel Arbeit gehabt hätten. Aber dazu muss man auch ganz klar sagen, wir haben wieder sehr, sehr viel gelernt. Wir haben sehr, sehr viel wieder selber gemacht und selber gestaltet. Das Ganze werdet ihr auf jeden Fall in der Zukunft auch noch sehen. Und da hoffe ich, werden wir dann alle zufrieden sein. Auf welcher Plattform kauft man am besten einen gebrauchten Bus? Ich finde, das kann man so konkret gar nicht sagen, weil ich zum Beispiel schaue einfach überall. Das heißt, bei Mobile, bei Autoscout, bei eBay Kleinanzeigen, vielleicht auch privat einfach mal schauen, bei Facebook gucken. Also ich würde definitiv überall reingucken und was am besten ist, kann man so eigentlich gar nicht sagen. Meine Fahrzeuge habe ich bisher jetzt den LT, haben wir bei eBay Kleinanzeigen entdeckt und Oscar hier, den T4, den haben wir über Mobile gefunden. Welchen magst du mehr, Fridolin oder Oscar? Ich finde, das kann man so gar nicht sagen, weil beides sind Fahrzeuge, die wir natürlich jetzt nutzen. Den einen mehr, den anderen weniger. Und Oscar ist halt, wie gesagt, mein Alltagsfahrzeug. Deswegen ist das natürlich schon echt mein Lieblingsfahrzeug und ich würde ihn auch niemals abgeben. Und Fridolin steht natürlich jetzt schon eine ganze Weile, wie wir es jetzt schon öfter erwähnt haben. Und vom Platzangebot und vom Leben her in dem LT ist es natürlich wesentlich angenehmer. Man hat ein bisschen mehr Luxus, will ich es mal sagen. Aber ja, so sieht es momentan bei mir aus. Ja, also ich finde, dass es beim LT so ist, dass man natürlich mehr Platz hat und besser darin eine längere Zeit leben könnte. Wir haben jetzt natürlich noch nicht so wirklich die Möglichkeit gehabt, Fridolin zu testen oder lange mit ihm wegzufahren. Und bei Oscar wissen wir, was wir haben und hat uns auch noch nie im Stich gelassen. Wir haben hier eine große Liegefläche, wo wir auf jeden Fall locker gut zu zweit und auch zu dritt schlafen können. Wir haben ja oben auch noch Platz für mehr Leute, falls noch mehr mitkommen sollten. Meine Schwester ist ja auch gern nochmal dabei. Ja, außerdem finde ich es halt auch besser, wenn man ein kleineres Fahrzeug und ein größeres Fahrzeug hat, weil man ist einfach flexibler mit dem kleinen Fahrzeug und ja, hat bessere Möglichkeit, Plätze zu finden, wenn man in Stadtnähe oder so ist. Welcher LT ist neben eurem der schönste für dich und warum? Also für mich ist der schönste LT der von Daniel, das ist Günther macht blau. Als wir diesen LT gesehen haben, waren wir schon aus dem Häuschen, weil er so schön gemacht wurde. Daniel hat ihn wirklich gehegt und gepflegt und von Grund auf neu gemacht, neu lackiert, neuer Innenausbau, hat glaube ich 15 Monate gebraucht und sich Zeit gelassen und nach alles nach seinen Vorstellungen ausgebaut und ja, das ist unser, glaube ich, auch schönster LT. Wie kamst du darauf, ein LT zu kaufen? Kleine Story, und zwar ist es so, wir haben einfach versucht, ein größeres Fahrzeug zu suchen. Da habe ich nach einem LT zweiter Generation gesucht, weil wir da schon mehrere Ausbauten gesehen haben, da es den ja auch in verschiedenen Längen, in verschiedenen Höhen gibt. Und dann ist mir bei eBay Kleinanzeigen eben halt der LT, den wir jetzt gekauft haben, über den Weg gelaufen. Es war ein günstiges Angebot und dann haben wir relativ schnell auch zugeschlagen. Und wir können nur hoffen, dass das Ganze auch Sinn gemacht hat. Hey, was machst du im normalen Leben beruflich? Also ich bin als Elektroingenieur tätig, ich habe eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht und habe dann nochmal studiert und wie gesagt bin jetzt als Elektroingenieur tätig in der Fachrichtung Automation. Ich programmiere und das ist so mein Fachgebiet, wo ich beruflich tätig bin. Und ich bin Grafikdesignerin. Was sollte man bedenken, bevor man sich generell irgendeinen Bus kauft? Deine Erfahrung, etc.
ich finde es schwierig, wenn man von null anfängt, irgendwie sich einfach so einen Bus zu kaufen oder überhaupt ein altes Auto zu kaufen. Ich finde persönlich, dass man da schnell an den falschen Bus geraten kann. Deswegen sucht euch einfach Leute, die vielleicht schon ein bisschen Erfahrung haben. Sucht euch irgendwie, recherchiert im Internet viel zu dem Fahrzeug, was ihr kaufen wollt. Und ich denke, das ist so der einzige Rat, den ich habe. Fragt auch Leute, vielleicht heutzutage bei Social Media oder ähnliches, fragt die Leute, die ein Fahrzeug haben, wo die Problemstellen sind. Und so könnt ihr auf jeden Fall gute Tipps bekommen. Und das wäre so mein Tipp an euch. Fahrt ihr in Zukunft wieder mit Oskar nach Kroatien? Also bisher ist noch nichts geplant. Sieht man sich im Sommer irgendwo? Mein Ausbau sollte bis dahin hoffentlich fertig sein. Ja, wenn man im Sommer am gleichen Ort steht oder sich vielleicht über Social Media kontaktiert, dann könnte man sich im Sommer irgendwo sehen. Habt ihr schon Pläne, was ihr dieses Jahr noch unbedingt machen wollt, zum Beispiel neues Projekt? Ja, es ist ein ganz großes Projekt bei uns im Kopf, aber da möchten wir noch nicht näher zu eingehen, weil es noch nicht 100% safe ist und wir noch nicht ganz genau wissen, ob das auch stattfindet. Und ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten und dafür gerne den Kanal auch abonnieren, damit ihr das auch erfahrt, was in Zukunft kommt. Wie fährt sich der LT gegenüber dem T4? Prinzipiell relativ ähnlich, beide relativ wenig Leistung, allerdings natürlich ganz klar, der LT ist um einiges größer, man muss so ein bisschen mehr darauf achten, wo man hinfährt, wie man hinfährt, und das wäre so das Einzige, was mir großartig aufgefallen ist. Mit welchem verreist ihr lieber und welcher entspannt euch im Urlaub mehr? Da wir ja schon sehr, sehr häufig mit Oskar unterwegs waren, im Gegensatz zu Fridolin, ist das auch wieder ein schwerer Vergleich. Natürlich, was wir vorhin schon gesagt haben, ist es so, dass der LT um einiges komfortabler ist, was das Leben angeht, vor allen Dingen im Fahrzeug. Allerdings sind wir schon sehr, sehr viel mit Oskar rumgekommen und sind auch sehr, sehr zufrieden, auch mit Oskar. Vanlife aus Sicht einer Frau, Hygiene, Haare waschen etc. Also ich würde sagen, dass ich da recht unkompliziert bin. Haare waschen, ja. Also wir haben immer, zum Beispiel, als wir mit Oskar unterwegs waren, an den Stränden Duschen gehabt. Da habe ich dann auch meine Haare gewaschen. Wenn es mal keine Dusche gibt, dann ist es auch nicht so wild. Ich glaube, da bin ich recht unkompliziert und ja. Und zur Not haben wir hier bei Oskar ja oben noch die Außendusche drauf. Das haben wir auch schon oft genutzt und auch wirklich sehr, sehr sinnvoll gewesen, das Ganze hier oben aufs Dach zu setzen. Preis für die Motorinstandsetzung. Was wurde alles erneuert? Wie gesagt, momentan sind wir bei dem LT insgesamt bei einem Preis von 7.500 €. Die Motorinstandsetzung hat uns jetzt 2.000 € gekostet. Das klingt nach einem Heidengeld. Ist es für den einen oder anderen garantiert auch. Aber wir versuchen das Ganze immer durchzuziehen und irgendwie zum Ende zu bringen. Ich hoffe, das klappt auch noch alles. Und was wurde alles erneuert? Prinzipiell wurde wirklich von Grund auf alles erneuert. Der Motorblock wurde ausgebohrt, wurde gehont, neue Kolben, neue Lager. Sämtliche Lager wurden erneuert, sämtliche Schrauben wurden natürlich erneuert. Der Zylinderkopf wurde ebenfalls überholt. Ventile eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtung und so weiter und so fort, alles was dazugehört. Und zudem wurde auch noch unsere Einschutzpumpe überholt, also komplett neu abgedichtet und so weiter und so fort, neu eingestellt. Dazu gehört natürlich auch beim Motor dann dementsprechend Zahnriemen neu, Wasserpumpe neu und so weiter und so fort. Also prinzipiell das Rundum-Sorglos-Paket. Jetzt muss das Ding nur noch zum Laufen gebracht werden. Wo habt ihr den Aufkleber Freebird machen lassen und welche Schriftart ist es? Wir haben da gar keinen Aufkleber drauf gemacht. Wir haben den LT schon so gekauft mit dem Schriftzug. Daher wissen wir leider auch nicht, welche Schriftart es ist. Und es ist auch kein Aufkleber, sondern es ist direkt drauf gemalt. Hast du bei dem massiven Platz in Fridolin schon mal mit Julie darin getanzt? Nee, bisher haben wir darin noch nicht getanzt, aber vielleicht kommt das ja noch. Das werden wir auf jeden Fall nachholen. So, das waren jetzt einige Fragen, die uns gestellt wurden. Falls ihr Lust habt, nochmal auf so ein Format, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Könnt auch gerne unten in die Kommentare weitere Fragen stellen.
Und entweder das wird dann im Video beantwortet oder ich werde die Kommentare schriftlich beantworten. Und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Ich hoffe nun, dass einige Fragen damit beantwortet wurden und dass wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!